Servus Leute, heute will ich euch mal diese Tasche vorstellen, beziehungsweise den Inhalt dieser Tasche. Eigentlich eine Getränketasche mit Molly-System. Und ich nutze sie halt als meine Feuertasche. Ja, fangen wir mal an. Vorne habe ich einen Spirituoskocher drin. Einen Feuerstahl und ein kleines Topfkreuz. Moment. Eigentlich zwei so Edelstahlbleche. Und die steckt man jetzt einfach so zusammen. Und schon hat man ein Topfkreuz. Das, wo man hier dann diesen Spirituskocher oben aufsetzt. Und schon mal einen stabilen Kocher für alles Mögliche. Dann habe ich hier noch drin einmal eine Brennstoffflasche von Drangia. Die finde ich eigentlich ganz cool wegen dem System hier oben. Drauf was drauf drücken und dann kann man schön fein dosieren. Aufpassen, wenn die Flasche unter Druck steht oder eine warm geworden ist. Immer erst nach oben drehen, Druck ablassen und dann kann man es sicher ausschütten, ansonsten spritzt es. Dann habe ich noch drin einen Chipbeutel. Und ein Messer, so eine Art Brotzeitmesser, nichts Besonderes. In diesem Zipbeutel habe ich noch mal einen Feuerstahl mit Patronenhülse als Halterung. Ein Feuerzeug. Dann so kleine. Mach's mal auf. So kleine Tücher, Presstücher, die wo mit Wasser aufgehen. Und einen Kienspan. Ja. Und das war's auch schon. Macht's gut. Servus.